Kamera nicht rüber und es wird nie auf der Kamera irgendwie wirklich rüberkommen. Das sind halt irgendwie Felszeichnungen. Jedenfalls dachte ich, es sind irgendwelche Felszeichnungen. Mehr oder weniger sind es auch irgendwelche Felszeichnungen. Naja, ihr werdet ja sehen, was das dann letztendlich ist. Doch mal um die Kurve, wie da so die Gegebenheiten sind. Also hier vorne geht's eigentlich. Einmal hinter die Kuppe gucken. Ja, das geht. Hier ist auch noch was. Guck mal, das da drüben, das waren vielleicht doch keine Ruder, sondern auch Beine. Ah, ja genau, Beine. Da haben wir angefangen, dann sind wir da hingegangen und dann da hinten. Jetzt gucke ich hier nochmal, hier ist auch noch, Alter, ist hier viel. Ist hier unten, oh ja, da haben wir auch noch was. Das ist eine Kuh.
Da ist eine Kuh. Die waren einfach da, so auf dem Boden. Man konnte die für sich selber entdecken. Man war nicht gezwungen, irgendein Museum zu besichtigen, wo einem alles erklärt wird und alles vorweggenommen wird. Und auch keine Schilder standen da. Man konnte da hingehen, sich das angucken und selber rätseln. Was ist das wohl? Was bedeutet das wohl? Wer war das? Natürlich, im Internet kann man dann alles googeln und kriegt das dann auch im Internet erklärt. Nur wenn man halt es erstmal für sich selber entdecken möchte, ist das halt richtig cool. Nur ein Schild, auf dem die Zahl 30 steht. Wer es nicht verstanden hat, diese Schranken, die da in die Straße reinragen, die sollen halt, das sind wie so Speedbumps, dass du nicht so schnell fährst, nur halt eben nicht in die Höhe, dass du da mit dem Auto rüber bist, sondern dass du seitlich fährst. Bei Slalom kannst du nicht so schnell fahren wie geradeaus. Also ich finde das keine dumme Idee da mit den Schranken so hoch. Erstmal Slalom fahren, damit man... Hm? Hier ist erstmal Grenzkontroll-Dingsbums, alles Mögliche. Sieht jetzt schon unkompliziert aus hier. Oh. Nach einem Rund. Zweier und spektakulär. Oh. Schönen guten Tag, meine Freunde. Wir haben es 14:30 ungefähr. Wir sind in Norwegen. Wir sind an Oslo vorbei. Ja, das war's. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen.
Wir haben es jetzt gerade 16:45. Ey, was ist denn da mit meiner Haut los? Wir bleiben hier aber nicht, wir stehen hier nur irgendwie für so eine, anderthalb Stunden, damit wir halt mal Toilette ausleeren können. Weil irgendwie schaffen wir das. Wir leeren die Toilette aus und ziemlich genau 24 Stunden später ist sie wieder randvoll. Da passt gar nichts mehr rein und das ganze Auto stinkt. Es sind jetzt keine 24 Stunden um, die Toilette war auch noch nicht voll, aber wir haben sie mal ausgeleert, bevor das wieder soweit ist. Genau, wir leeren auch nochmal unseren Abwasser, unseren Grauwassertank aus. Wir füllen nochmal Frischwasser auf, wir versorgen uns nochmal komplett. Ich glaube, ihr könnt vermuten, wie wahnsinnig beeindruckend das war, da lang zu fahren und das in echt zu sehen. Aber es kommt natürlich niemals auf der Kamera rüber. Und auch diese Dimension, das Gefühl, das kriegt man in der Kamera einfach nicht mit. Es sind wunderbare Aufnahmen und ich denke, ihr könnt so ein bisschen vermuten, wie sich das angefühlt haben. Und besonders wenn ihr auch schon mal in einer ähnlichen Gegend wart. Aber wer noch nie irgendwie sowas erlebt hat, ich kann nicht verstehen, wie krass das Gefühl ist, da lang zu fahren und das zu sehen. Wir sind übrigens von Oslo bis ungefähr hier. Also nicht hier in meinem Zimmer, sondern im Video hier, nur auf einer einzigen Straße lang gefahren. Und man ist ab und an mal wieder durch einen Tunnel gefahren, weil man ist halt so durch Täler gefahren, es waren mehr oder weniger einfach Schüsseln. Und dann ist man durch einen Tunnel gefahren und war man im nächsten Tal. Und in jedem Tal war die Landschaft eine komplett andere. Man wurde komplett aufs Neue überrascht, man wusste nicht, was erwartet einen nach dem nächsten Tunnel. Im einen war es Flachland mit viel Bergen, man konnte noch relativ weit gucken. Und mit Sonne und es war wunderbar und dann ist man in den Tunnel reingefahren, es war auch kein langer Tunnel, 1-2 Kilometer vielleicht. Und dann ist man rausgekommen und dann erwartete einen eine 200-300 Meter hohe Felswand und dann ist man weitergefahren und irgendwann kam der Punkt, da haben wir dann diese Straße verlassen. Sind dann nach oben gefahren, bergauf, nicht durch den Tunnel, sondern am Berg hoch, über den Berg, beziehungsweise erstmal auf den Berg rauf. Also ging es dann immer weiter bergauf. Und das hat man den Motor auch angehört. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man die Kuppe sieht und weiß, okay, wenn wir da sind, dann können wir sehen, was dahinter ist. Das ist ja auch das Spannende, was jedenfalls finde ich das, bei Bergketten, bei Berglandschaften, man weiß ja nicht, was dahinter ist. Man ist im Tal und weiß nicht, was dahinter ist. Es könnte alles. Es könnte noch ein Tal sein, es könnte ein viel größerer Berg sein, es könnte ein kleiner Bergsee sein, es könnte ein Gletscher sein. Und all das, was ich gerade aufgezählt habe, gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten, das kann ja auch noch so verschieden aussehen. Also wenn man noch nicht da war, weiß man nicht, was einen erwartet. Über der Baumgrenze. Und kein kleiner. Frisch. Ja, damit habe ich jetzt erstmal nicht gerechnet. Da oben ist es kalt. Das war ziemlich kalt. Und das wurde über die nächsten 5 Tage auch nicht wärmer, weil wir uns die ganze Zeit in einer Region befanden, in der ist es halt einfach ziemlich frisch. Und im Winter halt einfach noch kälter. Währenddessen war in Deutschland mal wieder Dürre mit über 30 Grad. Das war's auch wieder mit Tag 5.
ist kalt, der braucht ein bisschen. Der Vertisfossen, das ist dieser riesige. Hier kommt der Regen nicht von oben, hier kommt er von der Seite, ey.